So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wir sind mal wieder völlig planlos in die Aufnahme gegangen und haben uns dann überlegt, was wir eigentlich machen könnten und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass es gerade Community Goals gibt, bei denen man erkunden muss und wir das eigentlich noch nie gemacht haben, weshalb wir das mal machen könnten. Oder? Weswegen wir mal beschlossen haben, dass wir es jetzt mal machen werden, Wir ja. machen, genau. Wir machen es einfach. Und dafür haben wir uns, oder habe ich uns, nein, ich will nicht an die... Verdammt, ich bin so doof manchmal. Also ich habe die Cobra, die ich vor Ewigkeiten mal wegen einem anderen Projekt zu einem Abbauschiff für die Ressourcen oder für Meteoriten gemacht habe, habe ich jetzt mal ausgegraben, weil die gerade auch in einem System noch eingelagert war, in dem wir waren. Und das heißt, wir tauschen halt unsere Vulture gegen ein etwas leichteres Schiff aus, was mehr Genau. Sprungreichweite und vor allem größere Tanks hat. Ja. Genau. Und zwar eine Cobra MK3. Genau. Und die kaufe ich mir jetzt mal. Und lagere das alte Schiff ein. Raffinerie brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ich muss mir nur merken, in welcher Station es war. Ich finde es manchmal auch echt komisch, dass man Frachtgestelle kaufen kann für bestimmte Slots, aber dann keine Treibstofftanks. Naja. Nun. Da ist er Weiß ich auch sprachlos. nicht. Ja, ich war gerade nur einen kurzen Moment verwirrt, weil ja die Cobra asymmetrisch aufgebaut ist. Also besser gesagt mit zwei Sitzen im Cockpit. Und man deswegen, wenn man so nach vorn guckt, so ein asymmetrisches Bild hat mit so einem Rahmen-Dings, aber rechts ist nichts. Naja, ich guck mal nach der Ausrüstung. Zwei Impulslaser tun sein. Wir brauchen keine Waffen eigentlich. In der Ja, ich Theorie. habe auch einfach die Impulslaser da gelassen oder wieder welche reingepackt. Ein besserer Frameshift-Antrieb wäre auf jeden Fall ganz gut. Ich suche gerade nach größeren Tanks. Ich bin gerade ein wenig irritiert, dass Moment, wie ich viel hier Sprungreichweite hast du? beladen oder unbeladen? Ja, unbeladen. Wir fliegen ja unbeladen. 23. Wie hast du das gemacht? Ich habe in dem größten Frameshift-Antrieb 18. Also ich habe einen Klasse 4 A-Frame-Shift-Antrieb. Ach so, es gibt hier nur B4, also 4B oder ja. Ja, dann Ja. hat sich das ja geklärt. Na toll. Naja, muss halt dann in einem anderen System schauen. Ich kriege jetzt zum Beispiel auch keine größeren Treibstofftanks. Lebenserhaltung, eine bessere wäre vielleicht nicht schlecht. Es gibt überall Frachtgestelle, aber es gibt keine größeren Tanks. Oh Moment, es gibt da eine leichtere Lebenserhaltung. Von Die 5 Station hier hat auf keine. Sehr gut. 7 Minuten 30 wiegt nur 2 statt 5 Tonnen. Damit steigt die Reichweite. Gibt es vielleicht auch ein leichteres Kraftwerk? Gibt es tatsächlich. Okay, also hier sind die Frameshift-Antriebe, die zur Auswahl stehen, alle noch gammeliger. Irgendwie hat diese Station hier nicht so die super Ausrüstung. Hier, eine Tonne. Ich suche mir jetzt einfach leichte Ausrüstung zusammen. Ach so, mir fällt gerade auf, so ein, warte mal, Aufklärungsscanner. Nee, Moment. Ach, das ist aktuell verbaut. Ach, das ist schlechter, als das aktuell verbaut. Naja, es reicht. Packen wir den einfach mal da rein, wenn wir Nein, noch es keinen reicht nicht. haben. Ach, verdammt. Was wiegt das Teil aktuell? 10 Tonnen. Braucht denn auch sowas? Okay. Wenn du was Besseres als den normalen, einfachen Aufklärungsscanner findest, bei dir sag mal Bescheid. Oh. Es Wo gab da, meine ist ich, auch noch der bessere. Ich weiß es jetzt aber nicht genau. einfache Aufklärungsscanner? Einfache Aufklärungs- Moment, ich muss mal eben nach Ich habe Modulchip gerade den sortieren. Eindruck, dass die hier einfach nur schrottige Ausrüstung zur Auswahl haben. Ja, es gibt hier einen mittleren Aufklärungsscanner und einen fortgeschrittenen Aufklärungsscanner. Der Ja. mittlere hat, also der aktuelle hat eine Reichweite von 500 Lichtsekunden, der mittlere von 1000 und der fortgeschrittenen unendlich. Da steht Ich habe als jetzt nur Reichweite den... nur noch INF. Schön. Entweder ich fliege jetzt zu deiner Station. Ich glaube, ich fliege mal zu deiner Station.
ich kaufe mir mal eben schnell, der kostet zwar 1,5 Millionen, aber das macht ja nichts. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Ja. Also, naja, gut, wenn man bedenkt, wie viel Schotter wir haben, ist das wahrscheinlich relativ egal. So. Ja. Hey, Fischer Enterprise, 160 Sekunden? Hä, wieso? Das kann nicht sein. Ja, was weiß ich. Landing Gear retracted. Komisch. Schild, wo zum Henker ist der? Da ist der. Schildgenerator. Ist besser, wenn man einen hat. Nein, nee, ich guck nur gerade, was für einen, also ob die einen besseren hier haben. Was hab ich denn hier eigentlich gerade drin? Da wollen wir hin. Ah, okay, jetzt zeigt das auch richtig an mit knapp 900 Lichtsekunden. Sowas wäre, glaube ich, nicht schlecht. Was denn? Nee. Energiebitter ab ist ja... Je höher der Energiebitter ab, desto besser der Schildgenerator. Naja, desto besser, desto höher der Energiebedarf in erster Linie. Das hängt ja dann von der Klasse ab, glaube ich. Wie du das tauscht quasi. Also ob der schwerer, aber dafür mehr bringt. Also schwerer ist und dafür mehr bringt oder ähnliches. Ja nicht, naja. 5 Tonnen, 10 Tonnen, ah, 10 Tonnen wiegt der aktuelle. Also entweder der oder der. Ich würde mal sagen, der mit 2 Tonnen tut's auch. Das Schiff hat gerade so eine Beschleunigungsrate drauf, das glaubst du gar nicht. Treibstoffsammler wäre auf jeden Fall noch eine Maßnahme. Treibstoffsammler. Ich weiß gar nicht, was für einen ich drin habe. 0,8 pro Sekunde, naja, ist jetzt nicht so. Ich glaube da, was kann ich denn rausschmeißen da dafür? Ah, so ein mittleres Frachtgestell. Ich würde sagen, wahrscheinlich irgendwo Fracht einfach. So, mittleres Frachtgestell braucht doch keinen. Treibstoffsammler. Na, also das sieht ja schon viel besser aus. Das geht jetzt bis 0,34 pro Sekunde. Meinst du nicht gerade... Ne, 0,08 hast du gesagt, ne? Ja, und jetzt 0,34. Für Klasse 4. Gibt's ja, hab ich noch mehr Platz irgendwo? Klasse 5 oder irgendwas? Ne, 4 ist das Größte. Dann kommt das da rein. Auch noch 4 Minuten, sagt er. Was wert noch? 3 Minuten. Nee, bis ich da bei der Station angekommen bin. Ja, okay. Bist du bei mir an der Station bist, habe ich wahrscheinlich... Bin ich schon weg. Das kann gut sein. So. Oh, ich glaube, der war ganz schön teuer. 2 Millionen oder sowas. Naja, egal. Ach, UWAP guckt nicht auf die Rechnung. UWAP hat das Geld. Ja. Treibstofftank. Da kann man jetzt anstatt 8 Tonnen 16 Tonnen reinpacken. Ist das das einzige Upgrade dafür? Weil ich habe schon 16 Tonnen drin, ich habe keinen besseren oder auch für die anderen Slots keine weiteren gefunden. Ach so, vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Station lag. Es lag wohl an der Station. Ah, jetzt wurde ich nochmal schön... Nein! Ich habe jetzt 2 mit 16 Tonnen drin. Hä, WTF? Ich wurde, zwei habe, oder was? Nein, ich wurde abgefangen, habe einfach den Schub auf 0 gesetzt und dann bin ich dadurch einfach entkommen. Ah, ja. Sehr gut. Hä? Egal. Ja, also ich wurde abgefangen und dann, wenn du keinen Schub gibst, wirst du ja direkt reingezogen normalerweise. Ja. Aber ich bin einfach entkommen dadurch. Okay. Einfach so. Okay. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass das so beabsichtigt war. Ich glaube auch. Brauchen wir eigentlich einen Oberflächenscanner? Weiß ich nicht. Würde ich mal mit reinbauen. Eigentlich an Scannern hatte ich vor, alles reinzubauen, was ich finde. Nur die andere Station hatte leider nicht so viel im Angebot. Detail-Oberflächenscanner. Ein weiterentwickelter Planetenscanner, der bei Forschungsmissionen zum Einsatz kommt. Ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das klingt doch nach unserem Einsatzzweck. Reichweite 0,33 Lichtsekunden. Docking request granted.
Habe ich hier vielleicht noch? Nur mal so, ich guck mal Interesse halber. Naja, da musst du wahrscheinlich bis an den Planeten ranfliegen. So bis auf 5 mm gefühlt. Ich guck mal Interesse halber, ob es da was Größeres gibt. Detailoberflächenscanner. Ne, sieht nicht so aus. So, Landeplatz 14. Landing Gear deployed. No. Oh. Die Docking Skills sind wieder hart am Start. Aber diesmal nicht so schlimm wie vor der Aufnahme. Das war echt grottig. So. Ausrüstung. Naja, dann kommt halt eben noch der Oberflächenscanner mit rein. Ich weiß aber auch jetzt nicht. Warte mal, in welchen Einheiten wird das denn gemessen? Was wir da abgeben? Achso, Reports, okay. Also ein Report. Ist quasi. Ah ja. Ja, Gedöns. Achso. Warte mal, wir können ja mal gucken. Ein Report ist quasi Gedöns. Genau. Gut, ich habe schon mal keine kartografischen Daten mehr auf dem Schiff gehabt. Schade. Auf der Walcher hätte ich noch welche gehabt. Wahrscheinlich. So oft verkaufe ich die ja nicht. So. Aufklärungsscanner in einfach. Ah, hier gibt es Treibstofftanks mit 2 Tonnen. Achso, ja, es ist auch nur Klasse 2. Warte mal. Gucken wir vielleicht mal, ob wir eins von den Frachtgestellen rauswerfen. Aha. Treibstofftanks, wo seid ihr? Mit dem Detailoberflächenscanner lassen sich wesentlich höhere Einträge für Erkundungsdaten erzielen. Ja, Moment, aber es geht nur um die Anzahl an Erkundungsdaten, oder? Richtig, es geht um die Anzahl. Dann ist der Detailoberflächenscanner eigentlich nichts wert. In unserem Fall. Das kann gut sein. Ich weiß ja nicht, ob du das einstellen kannst, welche du genau abgibst. Weil, wenn du das einstellen... Also, wobei, doch, er ist schon was wert in dem Sinne, dass du ja dann... du kriegst ja wahrscheinlich auch einen Reporter dafür, dass du den Planeten scannst. Naja, wenn ich jetzt hier den fortgeschrittenen Aufklärungsscanner auswähle, also der mit der unendlich hohen Reichweite, dann steht hier, mit Hilfe dieses Scanners kann aus dem Supercruise oder dem normalen Weltraum heraus eine Oberflächenscan durchgeführt werden. Dazu wird das Modul der aktuellen Feuergruppe zugewiesen und mittels des Abzuges aufgeladen. Nach vollständiger Aufladung werden die in Reichweite des Scans befindlichen Himmelskörper aufgelistet. Durch die Annäherung und Durchführung eines einfachen Scans können diese Himmelskörper dann noch weiter analysiert werden. Und beim Detailoberflächenscanner steht jetzt, um diesen Scanner aus dem Supercruise oder dem normalen Weltraum heraus zu verwenden, muss der entsprechende in der Nähe befindliche Himmelskörper anvisiert werden und sich in Reichweite des Geräts befinden. Wofür war der jetzt? Bedingungen, was? Wofür war der jetzt genau? Der Text, welcher den du gerade vorgelesen hast? Achso, der Detailoberflächenscanner. Hm. Da steht jetzt auf jeden Fall, durch die Durchführung eines Oberflächenscans lassen sich wesentlich höhere Erträge für Erkundungsdaten erzielen als allein mit der Erkundung der Himmelskörper. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber es dauert halt wesentlich länger, weil man bis auf 0,33 was, wo stand's? Bis auf 0,33 Lichtsekunden an die Planeten ran muss. Hm. Und bei dem Aufklärungsscanner steht jetzt hier halt als Reichweite unendlich. Ach, was soll's, ich nehme den jetzt mal mit. Kostet ja nicht viel. Ich nehme den jetzt auch einfach mal mit. Ist ja nur eine Viertelmillion. Ich habe übrigens gerade gesehen, man kann hier auch Treibstofftanks kaufen. Ja, ich weiß. Habe ich doch gesagt. Ich also, habe jetzt... Also auch große. Ja, ja. Ich habe jetzt 2x16 und 1x4. Ja, ich habe jetzt erstmal nur 2x16 genommen. Okay, ja, die FSA-Dinger hier sind natürlich alle kacke. Gut. So, jetzt habe ich noch 5,9 Millionen. Ich hatte irgendwann mal 12 oder so, glaube ich. Das ist der Modul, ja, Feuergruppe. Huch, mein Controller hat sich mittlerweile schon abgemeldet, weil ich das mit der Maus bedient habe. Schade. Feuergruppe, fortgeschrittener Aufklärungsscanner. Auf die 2, dankeschön. Ich weiß nicht, ob man irgendwie... Ach nee. Ob sich lohnt, dann noch das, die 16 Tonnen Frachtkapazität zu behalten oder nicht. Für was denn? Ja, deswegen überlege ich gerade. Ich hab's rausgepackt.
Warte mal, ich guck mal kurz. Dann. Was für einen Treibstoffsammler habe ich? A2. Wie ist jetzt das blöde System? Irgendwas mit A-Zeit. Irgendwas mit Lead. Ich weiß es nicht genau. Ah, da muss ich jetzt den anderen Treibstoffsammler wahrscheinlich verkaufen. Nein, das war es glaube ich schon mal nicht. Asaka, nein. Ach verdammt, ich muss nachgucken. 0,3. Moment, du hast den 3 Millionen Credits teuren Treibstoffsammler eingebaut? Mhm. Okay. Azaleach oder Leach oder Leak oder was auch immer. Ja, Gesundheit. Woher soll man wissen, wie man den Mist ausspricht? Ich werf mal den alten Treibstoffsammler raus. Na also, geht doch. So, dann kommt da eine größere rein. Route planen. Ach, das ist ja schön. Ich komme ohne aufzutanken hin. Und auf dem Weg dahin können wir ja schon mal Daten sammeln. Ich nehme mal den etwas kleineren Treibstoffsammler. Der kostet statt 3 Millionen nur 700.000, bringt aber trotzdem 0,29. Ach, oh, ich sollte mal auftanken, fällt mir gerade auf. Und das sollte man auch machen, ja. Ach so, Moment, jetzt wiege ich natürlich mehr. Ich glaube, jetzt muss ich die Route nochmal neu planen. Hoffentlich ist es jetzt nicht deutlich mehr. So, wir nehmen noch ein bisschen mehr Treibstoff mit, oder? Wie viel hast du jetzt aktuell an Reichweite? An Sprungreichweite? Mhm. 18,21 Lichtjahre. Okay. Ich habe jetzt unbeladen 21,05. Aktuell 22,7, beladen 21,05. Hä? Das muss man nicht ganz verstehen. Allerdings habe ich auch den Treibstoff noch nicht nachgefüllt. Ja, eben. Oh ja, es kostet dann auch mal nochmal 1000 Credits, gut. Ich fliege einfach noch schon mal los. Wir sind übrigens schon bei fast 18 Minuten. Das war jetzt sehr effektiv. Egal, Vorbereitung gehört auch zum Spiel. Das ist richtig. So, dann wäre es gut, wenn wir hier mal... Ah, Copy and Paste funktioniert, sehr gut. Hä, 100 Lichtjahre? Ja, habe ich doch gesagt, warum? Dann habe ich das gerade irgendwie verwechselt mit irgendeinem anderen... Warum, was hast du jetzt gedacht? 130, aber es war für das Powerplay-Zeugs, glaube ich. Ja, 139 und 169, zwei Systeme. Genau. Nach Blativ bin ich jetzt. Ich guck mal, wohin ich gleich geleitet werde. Bin mal gespannt, ob sich die Route da jetzt signifikant... oder ob die signifikant abweicht. Ich denke mal schon, weil mein erster Sprung geht 12,8 Lichtjahre. Ja, gut. Wie viele Sprünge hast du? 8. Ich habe 6. Ja, eben. Ich eigentlich jetzt schon mal so, wo waren denn noch die Feuergruppen? Ach, hier an der Seite. Ich liebe das Geräusch vom Aufklärungsscanner. Er hat ein eigenes Geräusch. Ja, kennst du das nicht? Warte. Dirt. Ach, dann ist das Fahrwerk. Die Doppelwerfer brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Man muss den aber im Super Cruise aktivieren, sonst bringt er recht wenig. Deswegen werde ich jetzt nicht direkt springen, sondern hier mal noch scannen, ob es hier was gibt. Oh, ja, der erste Sprung geht hier 20 Lichtjahre. Ja. Nun. So, aufhängen, ausfahren. Und scannen. Achtung, einmal aufs Geräusch achten. 4, 3, keine neuen astronomischen Objekte entdeckt. Ich finde das toll. Sehr gut. Klingt so nach Inception? Wo kommt dieses War das Inception? Ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dein Dirt nicht zu, also momentan nicht zuordnen, weil ich es nicht angehört habe. Das bist du. Ja, du kannst es ja auch nicht hören, bitte nicht über Teamspeak übertragen. Fuel Scooping. Du wirst es dann schon noch hören. Ist richtig. Ist richtig. Tatsache. Fuel Scooping complete.
Aber man muss den Dingsscanner gedrückt halten. Ja. Ah, 24 astronomische Objekte entdeckt. Was? Wo bist du denn? Ich dödel hier gerade durch irgendein System. Also, neu entdeckte astronomische Objekte 1. Ich so, ja. Das ist ja schön. Hast du den teuren eingebaut für 3 Millionen oder so? Ja, ja. Mit der unendlichen Reichweite? Ja. Ja, dann fliegst du durch die falschen Systeme. Das kommt davon, wenn man eine große Sprungreichweite hat. Warte mal, ich habe doch jetzt einen komischen Oberflächenscanner mit dabei. Oh, ich brutzel mich gerade. Vielleicht sollte ich nicht ganz so dicht an dem Stern bleiben. Wäre eine Idee. Also theoretisch muss ich nicht mal auftanken jetzt. Ich mach's halt, solange ich scanne. Eigentlich könnten wir mal Schluss machen jetzt. Warte mal. Wir sind bei 21 Minuten. Wie kann man jetzt den Detail-Oberflächenscanner verwenden? Er hat keine Feuergruppe. Du musst nah genug ranfliegen bis auf 0,33 Lichtsekunden und dann wird er automatisch aktiviert. Ach so. Ist man... Okay, jetzt kannst du wahrscheinlich beim Stern erstmal voll knicken, oder? Ja. Ich überlege gerade so, da fliegst du direkt in den Notstopp rein wahrscheinlich. Definitiv. Aber ich glaube, der Stern ist ja auch das Einzige, was in dem System war. Oder? Es kommt auf an. Ja, okay, es waren 2 Sterne, aber... Nun. Also jetzt nochmal, ich würde mal jetzt eben kurz eine Pause machen. Ja, machen wir das. Gut, dann machen wir das. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.